Komm schon, Twilight. Wir kommen noch zu spät zum Gruselnachtfest. Bist du dieser durchgeknallte Opa aus dem Ponyville-Seniorendorf? Ich bin Starswill der Bärtige. Erfinder des animorphischen Zaubers. Hast du das Buch mit der geheimnisvollen Einhorngeschichte überhaupt gelesen? Das hört sich wichtig an. Gute Nacht, Angst gemacht. Hast du auch ein süßes gedacht? Hi, liebe Ponys. Tolle Kostüme. Fröhliche Gruselnacht, Granny Smith. Eigentlich wollte ich schon vor 5 Stunden im Bett liegen und mich ausruhen. Pipsqueak, der Pirat, stets zu ihren Diensten. Das ist meine allererste Gruselnacht. Stimmt, du bist ja aus Trottingham. Genau, deshalb ist es meine erste Gruselnacht überhaupt. Genug geplaudert, Zeit ist Zucker. Pinkie Pie, bist du nicht schon ein wenig zu alt? Zu alt, um Süßigkeiten einzusammeln? Niemals! Gefällt es dir? Ja, super Kostüm, Twilight. Du siehst wirklich aus wie ein abgedrehter Clown. Ein Clown? Sieh dir nur mal das Muster auf diesem Mantel an. Das sind Hufstickereien. Ein tolles Kostüm. Opa. My little pony, my little pony. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich. Zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Herrlichen Ponys. Meine allerbesten Freunde seid ihr. Starswill der Bärtige ist ja nur der wichtigste Zauberer des letzten Jahrhunderts. Er hat mehr als 200 Zauber erfunden. Seine magischen Werke füllen sogar ein ganzes Regal in der Bibliothek. Ich sollte eine Ponygruppe gründen und sie in Geschichte unterrichten. Wetten, alle Ponys fahren darauf ab? Was meinst du, Spike? Ja, super, klar. Hey, sieh mal, wir sind schon da. Hast du Lust, etwas zu essen? Twilight, Twilight, das ist unsere Ausbeute. Ist das zu fassen? Sind wir zu Chewily nach Hause gegangen. Da haben wir noch mehr gekriegt. Stimmt doch, Pip? Ganz genau. Aber dann mussten wir aufhören und auf Granny Smith. Rainbow Dash, das war nicht sehr nett. Entspann dich, alter Mann. Dieser Abend ist dazu da, anderen Streiche zu spielen. Aber sieh dir mal Spike an. Ach, das war doch nur Spaß. Oh, da ist noch eine Gruppe. Fröhliche Gruselnacht, Applejack. Hallöchen, Spike. Hey, Twilight. Cooles Kostüm. Danke, ich bin ein Drache. Sie meint mich, Spike. Du trägst einen Bart, also bist du wohl sowas wie ein Country-Music-Sänger. Wo ihr schon mal hier seid, habt ihr Lust, nach einem Apfel zu tauchen? Danke, liebe Ponys, und willkommen zum jährlichen Gruselnachtfest. Ja! Und jetzt folgen alle kleinen Ponys, die so fleißig Süßigkeiten gesammelt haben, unserer Freundin Sikora. Sie erzählt euch die Legende von Nightmare Moon. Die Gruselstimme würde in einem anderen Kostüm viel besser funktionieren. Heute Nacht will kein Pony ruhen. Ich erzähle euch von Nightmare Moon. Kleine Ponys, aufgepasst. Wisst ihr, warum die Angst euch erfasst? Die Gruselnacht in schwarzer Dunkelheit ist
unheimlich. Bringt euch in Sicherheit. Jedes Jahr sind wir im Kostüm versteckt, damit sie uns auch nicht entdeckt. Kinder, eins dürft ihr auf keinen Fall vergessen. Nightmare Moon will euch alle auffressen. Vor Hunger sind ihr die Ponys einerlei. Sieht sie euch nicht, fliegt sie vorbei. Wenn sie heute kommt und die Luft ist rein, kann Equestria noch ein Jahr sicher sein. Sekora? Wenn wir Kostüme tragen, damit uns Nightmare Moon nicht sieht und damit sie uns nicht verschlingt, wieso müssen wir ihr dann etwas von unseren Süßigkeiten abgeben? Eine sehr gute Frage, mein kleiner Wicht. Nightmare Moon beleidigen darf man nicht. Füllt ihr Bäuchlein mit leckeren Dingen, denn sonst kehrt sie zurück und wird euch verschlingen. Hallo, wir schmeißen ihr ein paar Süßigkeiten hin und verschwinden. Stattdessen sind wir ein Pony, der sich nach eurer Liebe und Bewunderung sehnt. Gemeinsam machen wir auf dieser furchtbaren Feier ein fröhliches und leuchtendes Fest. Habt ihr gehört, Ponys? Nightmare Moon hat gesagt, dass sie uns alle frisst. Was? Nein, Kinder, nein! Es gibt keinen Grund mehr für euch, uns zu fürchten. Freudenschreie sind das, was eure Prinzessin begehrt. Und keine Angstschreie. Bürgermeisterin, die Prinzessin der Nacht ist angekommen. Aber was ist denn nur mit euch? Na schön, dann ist es eben auch egal. Wir verzichten auf eine königliche, huldvolle Verabschiedung. Ich werde mal mit ihr reden. Du kannst nicht mit ihr reden. Sie ist Nightmare Moon. Nein, ist sie nicht. Die Elemente der Harmonie haben sie zurückverwandelt. Sie ist gut. Sie hat nur nach 1000 Jahren Schwierigkeiten, sich wieder anzupassen. Prinzessin Luna? Hi, mein Name ist... Starswirl, der Bärtige. Vorbildliches Kostüm. Es hat sogar goldene Glöckchen. Wie schön. Vielen, vielen Dank. Endlich erkennt jemand mein Kostüm. Ich bin gekommen, um dich auf unserem Fest zu begrüßen. Mein richtiger Name ist... Twilight Sparkle. Du hast die Macht der Harmonie angewendet und uns unserer dunklen Kräfte beraubt. Und das war doch auch gut so, oder? Aber natürlich, seitdem sind wir wieder glücklich. Merkt man das denn nicht? Also irgendwie klingt es trotzdem, als würdest du mich anschreien. Das ist die traditionelle königliche Canterlot-Stimme. Es ist Tradition, das royale Wir zu benutzen. Und mit lauter Stimme zu sprechen, wenn wir mit unseren Untertanen reden. Weißt du, das könnte vielleicht der Grund dafür sein, warum du hier mit gemischten Gefühlen begrüßt wirst. Ich denke, wenn du ein wenig zurückhaltender wärst, würdest du mit mehr Freundlichkeit empfangen werden. Ich? Zurückhaltend?
Und vielleicht nicht so laut. Oh, wir waren jetzt seit 1000 Jahren eingesperrt. Und wir sind nicht ganz sicher, ob wir das können. Keine Angst, Prinzessin. Fluttershy kann dir gute Ratschläge geben. Sie ist sehr zurückhaltend und spricht mit süßer, leiser Stimme. Verschwindet! Keine Süßigkeiten! Keine Besucher in der Gruselnacht! Fluttershy? Ich bin's, Twilight. Tatsächlich, du! Ah, und Nightmare Moon. Nightmare Moon! warte bitte hier. Fluttershy, erinnerst du dich an Prinzessin Luna? Sehr erfreut. Gleichfalls. Twilight Sparkle erzählte uns, dass du ein süßes, leises Stimmchen hast. Wir möchten dich bitten, uns beizubringen, genauso leise zu sprechen. Okay. Kann der Unterricht beginnen? Okay. Sollen wir deine Stimme nachahmen? Okay. Wie ist das? Perfekt, Schulschluss. Noch ein wenig leiser, Prinzessin. Wie ist das? Besser, oder Fluttershy? Oh ja. Und wie ist es denn jetzt? Ja, jetzt hast du es. Und wie ist es jetzt, Twilight? Ja, gut gelernt. Ich danke dir, liebe Fluttershy. Mit unserer normalen Sprechstimme werden wir die Herzen der Ponys von Ponyville gewinnen. Fluttershy, du musst uns verstecken. Nightmare Moon ist hier und... Sie hat Fluttershys Stimme geklaut, damit sie nicht schreien kann, wenn sie gefressen wird. Nein, Kinder, wartet! Ich meine, nein, Kinder, wartet! Komm mit, Prinzessin. Zeit für Plan B. Das bringt doch nichts, Twilight Sparkle. Sie haben uns nie gemocht und sie werden uns auch nie mögen. Meine Freundin Applejack ist hier eins der beliebtesten Ponys. Ich bin sicher, ihr fällt schon was ein. Immer langsam, Freundchen. Applejack, die Prinzessin bräuchte ein paar Ratschläge, wie sie sich hier am besten einleben kann. Einleben? Wirklich? Ich meine, das ist doch ganz leicht. Eigentlich kommt es nur auf die richtige Einstellung an. Locker bleiben und locker positiv mit anderen spielen und Spaß haben. Spaß? Was ist das für ein Spaß, von dem du da redest? Verrate mir bitte, wozu das gut sein soll. Versuch mit diesen Spinnen das Netz zu treffen. Du kannst es auch, Prinzessin. Eurer Prinzessin gefällt dieser Spaß. Und wie können wir sonst noch Spaß haben? Feuer frei, Prinzessin! Haha, das macht ja doppelt so viel Spaß! Magst du vielleicht nach Äpfeln tauchen? Wir haben hier die besten Äpfel in Equestria, Prinzessin. Ich bitte dich, nenn uns doch mich. Luna, liebe Applejack. Hört mich an, liebe Ponys. Bitte, nennt mich ab jetzt alle Luna. Los, zeig mir deine Tauchäpfel. Hey, Mädels, wir suchen nach Pip. Wir haben ihn verloren, als wir das... Nightmare Moon verschlingt Pip, Squeak. Aufgepasst, Ponys, rennt! Das ist gelogen. In Wahrheit ist deinem Po überhaupt nichts passiert, du undankbares Fohlen. Hört zu, liebe Ponys. Bitte fürchtet euch nicht. Wir wollten doch spielen und wir hatten Spaß. Reicht euch dieser Spaß nicht aus? Na schön, wie gefällt euch das? Komm ich dafür. Lauf doch nicht weg. Muss euch eure Prinzessin erst einen Befehl erteilen?
doch nicht schreien. Nein, Twilight Sparkle. Wir brauchen die traditionelle königliche Canterlot-Stimme, denn wir haben etwas zu sagen. Da ihr euch entschlossen habt, eure Prinzessin lieber zu fürchten und sie mit dieser beleidigenden Feier zu entehren, befehlen wir, dass die Gruselnacht nicht stattfindet. Für alle Zeiten. So ein Mist. Es lief doch eigentlich alles bestens. Luna war glücklich und jedes Pony in Ponyville auch. Jetzt sieh sie dir an. Aber ich wollte nächstes Jahr doch unbedingt einen Zombie gehen. Noch ist nicht alles verloren. Twilight, was hast du vor? Ich werde tun, was ich am besten kann. Sie etwas lehren. Das ist aber schade. Jetzt habe ich doch schon ein Kostüm. Echt? Oh. Prinzessin! Lass mich allein, Twilight Sparkle. Prinzessin, es tut mir so leid, dass alles schiefgelaufen ist. Aber du kannst mir wirklich glauben, dass die Gruselnacht eines der beliebtesten Feste ist, das wir hier feiern. Ja, ich merke es vor allem an den Schreien der Bewunderung, wenn die Kinder vor mir weglaufen. Oh, Prinzessin. Nein, du wirst nicht kreischen und auch nicht quietschen oder schreien, okay? Okay. Ich möchte dir gerne etwas zeigen. Dir wird nichts geschehen, aber du darfst wirklich auf gar keinen Fall schreien. Versprichst du nicht zu schreien? Mhm. Pinkie Pie, du erinnerst dich doch noch an Prinzessin Luna. Ah, die Anführerin der verängstigten Kinder. Bist du hier, um mit mir Frieden zu schließen? Sie ist nicht mehr böse und unheimlich. Und sie hat garantiert auch nicht vor, dich zu fressen. Na ja, dann. Hä? Das weiß ich. Mann, Twilight, ich bin fast so groß wie sie. Wie soll sie mich da runterkriegen? Und warum rennst du dann immer vor ihr weg und kreischst? Manchmal macht es einfach Spaß, so richtig Angst zu haben. Spaß? Pinkie Pie, du bist wirklich ein Genie. Nein, bin ich nicht. Ich bin ein Huhn. Prinzessin Luna. Ich habe herausgefunden, warum die Ponys immer noch Angst vor dir haben. Verzeih mir, wenn ich darüber jetzt nicht in Jubel ausbreche. Komm mit mir. Ich erkläre dir alles unterwegs. Oh Mann. Ich hätte nie gedacht, dass meine allererste Gruselnacht auch meine letzte sein wird. Komm, kleiner Pip. Nur nicht traurig sein. Die Gruselnacht muss noch nicht zu Ende sein. Wollen wir anderen Ponys Süßes geben? Dann lässt uns Nightmare Moon hoffentlich leben. Ja, kommt schon, kleine Ponys. Was wäre die Gruselnacht ohne Süßigkeitenopfer? Oder wollt ihr, dass Nightmare Moon euch doch noch frisst? Buhu! Diese Regenbogenperücke macht doch wirklich alles kaputt. Na kommt, Kinder, das wird bestimmt lustig. Leb wohl, Gruselnacht. Für alle Zeit. Ponys von Ponyville, es war klug von euch, mir diese Süßigkeiten zu bringen. Ich bedanke mich für eure Gaben, denn so kann ich diese Süßigkeiten fressen und euch verschonen. Ich bin nicht sicher, ob wir damit wirklich erreicht haben, was du vorhattest, Twilight Sparkle. Tja, abwarten. Und was? Ob die Kinder noch mehr schreien? Prinzessin Luna, du sagtest, das war unsere allerletzte Gruselnacht. Würdest du trotzdem im nächsten Jahr doch wiederkommen und uns alle erschrecken? Kleiner, wolltest du mir damit etwa sagen, dass ihr euch gern vor mir fürchtet?
Ja, das macht echt Spaß. Es ist gruselig, aber toll. Ach, wirklich? Ja, die Gruselnacht ist die schönste Nacht des Jahres. Na dann, denke ich, wir führen die Gruselnacht wieder ein. Oh, du bist für immer und ewig meine Lieblingsprinzessin. Sie hat Ja gesagt, Leute. Yay! Ha, sie mögen dich wirklich, Prinzessin. Ja, aber ich kann es kaum glauben. Das ist für mich die wunderschönste. Ich meine, die wunderschönste Nacht aller Zeiten. Liebe Prinzessin Celestia, als du mich damals nach Ponyville geschickt hast, war mir Freundschaft fremd. Heute Abend traf ich ein Pony mit demselben Problem. Deine Schwester, Prinzessin Luna. Durch sie habe ich gelernt, dass Freundschaft auch ein Geschenk ist, das man anderen anbieten kann und dadurch selbst erfährt. Ich freue mich, dir erzählen zu können, dass ganz Ponyville gelernt hat, dass man in jemandem, der noch so einschüchternd oder furchteinflößend wirkt, ein ganz neues Pony und einen guten Freund entdecken kann. Und auch wenn ich mit meinem Star Swirl-Kostüm nicht so gut angekommen bin, war es trotzdem die schönste Gruselnacht aller Zeiten. Fasilex, machst du bitte die übrigen Fenster zu? Und ihr warnt mich, falls sich etwas Gruseliges dem Haus nähert? Oh, wem will ich was vormachen, wenn sich etwas Gruseliges dem Haus nähert? Bitte sag mir, dass mein Versteck bereit ist. Oh, seht nur, ihr habt wirklich alles hergebracht, was ich brauche, um diese schreckliche Nacht zu überstehen. Dankeschön. Ich danke euch allen. Jetzt muss ich tatsächlich keinen Huf vor die Tür setzen, bis alles vorbei ist. Oh nein, du brauchst noch Karotten? Haben wir nicht noch anderes frisches Gemüse, das du gern isst? Oder Heu vielleicht? Aber das bedeutet, ich muss da raus. Es ist doch Albtraumnacht. Freundschaft gut sein kann. My Little Pony. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine herrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde seid Fluttershy? Was suchst du hier draußen? Es ist Albtraumnacht, schon vergessen? Wie könnte ich's vergessen? Oh, könnte ich vielleicht ein kleines Büschel Heu von euch bekommen? Ich habe vergessen, Futter für Angel zu holen und ich glaube, ihr habt genug Heu. Wir brauchen es für das Apple-Geister-Labyrinth. Das gruseligste Labyrinth, das es je gegeben hat. Wer weiß, was in diesem Heu lauert? Oh. Ich bin sicher, ich nicht. Ist es vielleicht ein Mumienpony, das dich anspringt? Keine Ahnung. Ist es das? Und woher kommt dieses Knackgeräusch unter deinen Hufen? Vielleicht sind es die Knochen der Ponys, die nicht lebend daraus flüchten konnten. Knochen? Oder sind es geschälte Trauben oder tausende schleimige Augäpfel, die dich aus dem Reich der Toten anstarren? Ich hoffe, es sind Trauben. Ich werde es dir nicht verraten. Was geht der denn gegen den Strich? Twilight? Hallo?
du schreist jetzt schon? Warte, bis es fertig ist. Ist okay, ich glaub dir, ohne es zu sehen. Hey, Augenblickchen. Es ist Albtraumnacht und du bist hier und hast dich nicht im Haus versteckt. Bedeutet das etwa, was ich denke? Dass ich blöderweise vergessen habe, Futter für Angel zu kaufen und raus musste, um welches zu holen, aber das Dorf zu gruselig ist und hoffe, Twilight hat etwas Salat für mich? Oh, ich dachte, du hast beschlossen, mit uns rumzuziehen. Nein, meine Güte, ich könnte niemals rausgehen, ich könnte es niemals. Technisch gesehen bist du jetzt auch schon draußen. Oh, ich schätze, das stimmt wohl. Also, warum bleibst du nicht einfach bei deinen Freunden? Die würden sich garantiert sehr freuen. Ja, meinst du? Du würdest sie so glücklich machen, wenn du dabei wärst. Sie würden ihren Augen nicht trauen. Komm schon, Fluttershy. Gib dir einen Ruck. Und dann wurde es super, super leise. Und plötzlich erkannten sie, dass die Ballons gar nicht aufgeblasen waren. Ah! Habe ich euch jemals von der Nacht erzählt, als meine Modepuppe zum Leben erwachte und alle meine Kleider verfolgte? Was ist passiert? Habe ich doch gerade erzählt. Lebendige Modepuppe verfolgt alle Kleider. Hi, liebe Ponys. Fluttershy, was machst du hier? Ist alles okay? Ja, alles bestens. Eigentlich sogar mehr als bestens. Ich habe beschlossen, in diesem Jahr die Albtraumnacht mit euch zu verbringen. Echt jetzt? Du... draußen? Heute Nacht? In jeder Albtraumnacht verschanze ich mich in meinem Haus und komme erst am Morgen wieder raus. Aber ich hatte auch mal Angst, vor allen anderen Ponys zu singen. Doch hätte ich es nicht versucht, hätte ich nie herausgefunden, wie viel Spaß es macht. Und wir hätten nie erfahren, wie wunderbar du singst. Fluttershy verbringt die Albtraumnacht mit uns? Das sind wirklich die besten Neuigkeiten, die ich seit langem gehört habe. Du verkleidest dich mit uns, spielst Albtraum-Nachtspiele und isst kandierte Äpfel mit uns. Aber vergiss nicht das Beste heute. Durch unser Heulabyrinth zu laufen. Oh, richtig, das Labyrinth. Natürlich nur, wenn du auch willst. Oh, sicher. Ich bin bereit, die Albtraumnacht zu feiern. Wow! Super, Fluttershy! Toll! Ich habe gerade nur geübt. Mumie? Nein. Kopfloses Pony? Nein. Vampir-Flughund? Das auf keinen Fall. Weißt du, Fluttershy, das Schöne an der Albtraumnacht ist, dass du dich nicht als etwas Gruseliges verkleiden musst. Ja. Das sieht sicher ganz wunderbar an dir aus. Historische Kleider sind dieses Jahr sehr angesagt. Was? Nicht gut? Was, wenn wir auf etwas Gruseliges treffen und weglaufen müssen? All die Lagen halten mich auf oder noch schlimmer, lassen mich stolpern. Daran habe ich nie gedacht. Keine Angst. Also das ist wirklich passend. Ich nenne es Maskerade. Nur ein einfaches schwarzes Kleid. Aber dazu gehört eine kunstvoll verzierte Maske. Eine Maske? Nicht? Ich glaube nur, sie behindert vielleicht die Sicht. Ja, aber sie hat doch Gucklöcher. Aber kann ich damit auch sehen, was links oder rechts von mir ist? Nun, dein Sichtfeld ist vielleicht etwas eingeschränkt. Es ist deine erste Albtraumnacht mit uns und wir möchten doch, dass du dich wohlfühlst. Vielleicht trage ich einfach das Kleid. Oh, sicher, Schatz. Das ist in Ordnung. So simpel, dass es gruselig ist. Oh, Wahnsinn! Seht euch an, meine Kostüme passen euch wie angegossen. Juhu! Wir werden eine Menge Spaß haben. Hey, Fluttershy, wo ist dein Kostüm? Ich trage es. Ich weiß es! Du bist ein Räuber, der durch die Nacht schleicht. Du bist ein Ninja, der durch die Nacht schleicht. Schwarze Lakritze, die durch die Nacht schleicht! Nah dran. Naja, ich gehe auf einen Maskenball. Nur ohne Maske. Oh, das ist klasse. Ist es, oder? Oh, so kreativ. Tolles Kostüm. Ich dachte mir, ich warte mit den Gruselspielen bis nächstes Jahr, wenn Fluttershy sich daran gewöhnt hat.
rund und rund und rund herum. Kein Pony weiß es, wann drehst du dich um? Okay, stopp! Viel Glück, das schlägst du nie, Fluttershy. Naja, wenn ich jetzt die Augen verbunden habe und mir plötzlich ein Pony in den Weg springt, kann ich mich bestimmt gar nicht mehr verteidigen. Ach, Schatz, ist in Ordnung. Du musst hier garantiert nichts tun, was du nicht möchtest. Wir sind froh, dass du da bist. Wir müssen das Spiel ja nicht beenden. Ich kenne ein anderes, das du bestimmt toll findest. Wir angeln Äpfel. Fluttershy, was ist denn? Es ist, was ist, wenn mein Kopf tief unter Wasser ist und plötzlich ein Monster hier auftaucht? Wie soll ich mitbekommen, dass man uns angreift? Zeit für Süßigkeiten! Ist es? Hier, Süßigkeitstüten. Für jede habe ich eine eigene Tüte gemacht. Sie sind alle mit euren Lieblingssüßigkeiten gefüllt. Oh, Wahnsinn! Hier, das ist deine Tüte. Worauf wartest du denn noch? Nun ja, naja, es ist... Was, wenn eins dieser klebrigen Bonbons meinen Mund zuklebt und dann kann ich nicht um Hilfe schreien? Oh, meine Güte, wir haben gerade angefangen, die Albtraumnacht zusammen zu feiern und schon jetzt verderbe ich euch den ganzen Spaß, oder? Du verdirbst nicht den ganzen Spaß. Nur etwa 90 pro... Ein bisschen. Ich will wirklich dabei sein, aber es gibt so viele Dinge, vor denen ich mich heute Nacht fürchte. Ich kann ja noch nicht einmal vorhersagen, was mich alles erschreckt. Außer du bist diejenige, die uns erschreckt. Sie erschreckt uns? Oh, das meintest du ernst. Du hast es, erschreckt zu werden. Aber wenn du diejenige bist, die andere erschreckt, dann... Dann kann ich euch helfen, Spaß zu haben und kann sogar in der Albtraumnacht dabei sein. Also, gefällt dir die Idee? Ja, ich denke schon. Und ich will jetzt nicht vorschnell sein, aber ich glaube, ich weiß auch schon ganz genau, wie ich das anstelle. Wirklich? Ah, das ist ja so aufregend. Wir treffen uns in einer Stunde in meinem Haus. Oh, ich freue mich schon so darauf, dass ihr kommt. Willkommen zu Fluttershys Teeparty. Sagte sie etwa gerade Teeparty? Es klang, als wäre es eine sehr gruselige Teeparty. Nehmt Platz. Habt keine Angst vor dem, was euch erwartet. Na los, nimm ein Stück Zucker. Oh nein, es gibt keinen. Was für eine schreckliche Gastgeberin. Rarity, zieh deinen Mantel über. Wieso sollte ich das tun? Du musst dich bedecken, denn niemand hat dir ein Kompliment für dein Kleid gemacht. Pinkie Pie, sieh nach links und bitte deine beste Freundin, dir die Gurken-Sandwiches zu geben. Hä? Geht gar nicht. Da sitzt ja keiner. Das stimmt, denn deine Freundin ist nicht mal gekommen. Was? Eine Freundin, die nicht gekommen ist, das muss dich doch bis ins Mark erschüttern. Schnell, Ponys, schaut hinter euch. Was ist das? Unangekündigte Gäste. Euer schlimmster Albtraum, ihr habt nicht genug Essen für sie. Oh nein, da ist ein kleines Kätzchen, das ein Zuhause braucht. Aber ihr habt viel zu viel zu tun. Ihr habt keine Zeit, ihm zu helfen. Ich sagte, ihr habt keine Zeit, ihm zu helfen. Das sollte euch wirklich zum Fürchten bringen. Warum seht ihr nicht verängstigt aus? Ihr seid auf einer Party und alle sind überaus enttäuscht von euch. Gibt es denn noch etwas Angsteinflößenderes? Es war wirklich ein netter Versuch, Schatz. Aber das Gruselige in der Albtraumnacht ist von anderer Natur. Aber du hast ganz tolle Ideen gehabt. Ich hätte mir das nicht mal im Traum ausdenken können. Oh, ich bin für sowas nicht gemacht. Feiert lieber ohne mich weiter. Oh nein, das können wir doch nicht tun. Das müsst ihr.
könnten ja hier bleiben. Ist okay. Ich will, dass ihr heute Nacht Spaß habt. Ich verbringe jede Albtraumnacht allein. Bitte geht. Ich komme zurecht. Ach, wie lustig. Einen Moment lang dachte ich, dass sie wirklich ein paar gruselige Ideen hat. Sie hat auf jeden Fall ihr Bestes gegeben. Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Oder auch nicht. Ich hätte mir etwas noch Gruseligeres ausdenken sollen. Du hast recht. Das war echt was für Babys. Aber jetzt wird es Zeit für Erwachsenenspaß. Du hast nicht zufällig eine Idee, was ich tun kann? Kommt, Mädels, stellen wir uns am Labyrinth an. Los geht's! Ja, ich kann's nicht glauben, wir sind unterwegs. Ja! Jetzt ist es doch gut, dass Fluttershy nicht hier ist. Sie hätte schon diesen ersten Schreck niemals ertragen. Aus wie ein Haufen trockener Äste, die angemalt wurden. Hey, versuch zumindest den Schein zu wahren, ja? Was war das? Wenn du es nicht weißt. Na klar, ich weiß es schon. Es war... Smith. Nicht, dass ich jemals Angst hatte, die hatte ich nicht. Ich bin eine gute Schauspielerin, wenn ich will. Granny? Ah! Ah! Applejack, hast du denn davon überhaupt nichts gewusst? Okay, ich muss zugeben, dass ich keine Ahnung hatte, aber... Vielleicht wollen sie ja auch, dass ich mich grusel. Bestimmt stecken Granny und Big Mac dahinter. Sind es geschälte Trauben oder tausende schleimige Augäpfel, die dich aus dem Reich der Toten anstarren? Jupp. Wir sollten eigentlich da oben sein. Ich weiß nicht, was wir jetzt hier unten tun. Ich fange echt an, mich zu gruseln. Wie kommt das denn hier runter? Ich kann nicht sehen! Ich kann mich kaum bewegen. Wie Klebstoff. Ah!
Fluttershy? Das warst du? Die ganze Zeit? Ich kann es gar nicht glauben. Das war der beste Grusel aller Zeiten! Es war viel gruseliger als das Gruseligste, das ich mir je hätte erträumen können. Du warst gruseliger als der gruseligste Teil des Labyrinths. Wie hast du all das angestellt? Als ihr weg wart, habe ich gemerkt, dass ich die Albtraumnacht noch nicht aufgeben wollte. Also habe ich Granny Smith gefragt, ob ich das Labyrinth für meine Freundin noch gruseliger machen kann. Du hast dir all das ausgedacht? Naja, ich hatte Hilfe. Angel war der gruselige Geist, der euch durchs Labyrinth gefolgt ist. Fuzzy Legs hat das klebrige Netz gewebt, in dem ihr euch nicht bewegen konntet. Und natürlich war Harry das besonders gruselige Riesenmonster. Wow, das war einmalig! Du musst uns unbedingt jedes Jahr gruseln! Ja, unbedingt! Jedes Jahr! Oh ja! Wir könnten jetzt wirklich jedes Jahr zusammen die Albtraumnacht feiern. Aber wenn ich ehrlich bin, möchte ich das gar nicht so gern. Wieso denn nicht? Du warst großartig! Du hast herausgefunden, wie wir in dieser Nacht viel Spaß haben können. Ja, aber ich habe dabei auch etwas Wichtiges erkannt. Ihr alle mögt die Albtraumnacht gern. Und vielleicht bin ich gut darin, euch zu erschrecken. Aber es macht mir keinen Spaß zuzusehen, wenn meine Freunde glauben, sie seien in Gefahr, selbst wenn sie es nicht sind. Ich mag das einfach nicht. Ich trinke eben lieber Tee. Gruseligen Tee? Nein, ganz normalen Tee. Wir haben immer so viel Spaß zusammen, aber die Albtraumnacht gehört nun mal nicht dazu. Und eigentlich ängstigt mich das nicht. Ich finde es so völlig in Ordnung. Dann ist es das für uns auch. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt an mir gezweifelt habe. Denn das ist für mich jetzt eine perfekte Albtraumnacht. Spike, du solltest auch langsam schlafen. Ach, nur noch 2 Minütchen. Jetzt wird es gerade so richtig spannend. Die Mähnenirre ist gerade dabei. Die Mähnenirre? Die böse Erzfeindin der Powerponys. Sie war die total verrückte Besitzerin einer Haarpflegefirma. Ein tragischer Unfall in ihrer Shampoo-Fabrik in Mantropolis hat ihrer Mähne nicht nur neue Kräfte verliehen, sondern auch dazu geführt, dass sie komplett wahnsinnig geworden ist. Sie und die Komplizenponys wollen in das Museum von Mantropolis einbrechen und die elektrische Kugel stehlen, um mit ihrer Hilfe den Weltuntergang herbeizuführen. Tja, und die Mähnenirre hat keine Ahnung, dass Humdum die ganze Einbruchsaktion herum erzählt hat. Humdum? Ein Typ mit blauen Stiefeln und einem unnützen roten Umhang. Ein völlig nutzloser und schusseliger Komplize unserer Powerponys. Die Powerponys müssen die Mähnenirre aufhalten, sonst ist Mantropolis verloren! Glaub mir, Spike, wenn ein Pony weiß, wie es ist, von einem guten Buch gefesselt zu sein, dann ich. Aber trotzdem müssen wir morgen das alte Schloss von Luna und Celestia weiter renovieren und wir haben alle Hufe voll zu tun. Und da sollten unsere Hufe nicht zu müde sein. Oder unsere Klauen. Okay, okay, ich gehe ja schon ins Bett. Gute Nacht. Nur noch 2 Minuten. Ja! My little pony, my little pony. Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. My little pony. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine herrlichen Ponys. Meine allerbesten Freunde seid ihr. Das sieht gut aus, Ponys. Wir machen heute mit unserer magischen Renovierung weiter. Ja, alles klar. Der gute alte Spike ist bereit, seinen Teil zu der Renovierung beizutragen. Ein bisschen weiter nach links. Nein, das andere links. Fantastisch, das ist perfekt rechts. Wo ist das nächste Bild? Br-
Brauchst du meine Hilfe? Nein, ich komme zurecht. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Dash? Geht schon. Gibt es denn gar nichts, wobei ich auch helfen kann, Twilight? Keine Sorge, Spike. Alles bestens. Ich glaube, sie hat recht. Wir bekommen alles hin, Spike. Das sieht toll aus, Ponys. Such dir doch ein ruhiges Plätzchen und lies deinen Comic zu Ende. Warst du nicht gerade an der Stelle, an der Humdum die Verbrecherin aufhalten wollte? Humdum hält die Verbrecher doch nie auf. Er soll das Ganze nur ein bisschen auflockern. Clarity, warte, ich komme dir zu Hilfe. Das kann ich auch. Schon okay, Spike. Pony Power! Die Männerin bricht ins Museum ein. Okay, weiter geht's. Was für eine Überraschung. Humdum ist mal wieder im Weg und die Powerponys machen die ganze Arbeit. Ich glaube, ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Moment. Das ist aber doch nicht das Ende. Was ist das? Du kannst es nochmal versuchen? Du kannst auch zurückgehen? Als ich das letzte Mal hier war, hat doch auch irgendwo eine Lupe herumgelegen. Spike! Wo bist du, Spike? Wir machen einen Tee und Kekspäuschen. Spike! Du kannst zu einer ganz speziellen Stelle im Buch zurückkehren und nochmal lesen, wie die Männerin besiegt wird. Hä? Und dann versuch genau hinzusehen, um das Abenteuer dieses Buches neu zu erleben. Was soll das denn bedeuten? Wow. Cool! Spike, was machst du? Oh. Hilfe! Spike! Ist das hier Mentropolis? Würde mir mal ein Pony erklären, was zum Heuhaufen hier los ist? Hammer, ihr habt neue Persönlichkeiten. Du bist das maskierte Matterhorn. Philly Second. Zap. Foo Radiance. Mistress Mantastisch. Saddle Rager. Ihr seid die Power Ponys! Die Power Ponys! Wie nett von euch, dass ihr uns besucht! Hä? Hat sie uns etwa gerade Powerponys genannt? Ihr seid die Superhelden aus meinem Comic-Heft. Es hat uns in die Geschichte gezogen. Dann muss uns irgendein Pony wieder herausziehen. Naja, in meinem Comic-Heft stand, dass man zum Anfang zurückkehren und die Männerin besiegen kann. Eure Erzfeindin. Zeit für das Hauptmenü. Pinky, wo ist sie hin? Sie könnte schon meilenweit entfernt sein. Pinky ist Philly Second, das schnellste Pony in ganz Metropolis. Twilight, lass ihre Mähne erstarren! Was soll ich tun? Du bist das maskierte Matterhorn. Du hast in deinem Horn alle möglichen tollen Kraftstrahlen. Wisst ihr was, Ponys? So langsam fängt es an, mir Spaß zu machen. Dash, schnell!
Will, du bist Sepp und deine Superkräfte kontrollieren die Mächte der Natur. Entfache den Blitzschlag! Ein Blitz, kein Tornado! Machen. Oh, danke, Humdung. Ich bin Humdung? Oh nein. Du musst den Tornado aufhalten! Er zerstört sonst die Stadt! Aber bei der kleinsten Bewegung zieht sich das Lasso nur weiter fest! Du bist mit ihm mental verbunden! Es ist dort, wo du es haben willst! Es gehorcht dir! Nochmal zum Verständnis. Wir wurden tatsächlich in eine Art Comic-Heft-Welt gezogen? Nun, diese Welt nennt sich Mantropolis. Wenn wir zurück nach Ponyville wollen, müssen wir wahrscheinlich die Man-Irre davon abhalten, den Weltuntergang herbeizuführen. Kein Ding. Ich war ja schon immer toll und jetzt haben wir alle noch Superkräfte. Fast alle von uns haben Superkräfte. Du hast bestimmt auch welche, Spikeline. Du trägst doch einen Umhang. Ja, aber den trage ich völlig grundlos. Dieser Umhang ist ziemlich nutzlos. Wie gut, dass du nicht wirklich Humdum bist. Ja, Glück gehabt. Also, wenn wir 6 Powerponys uns um die Mänenirre kümmern, bringt uns das zurück nach Ponyville. Spike, wo will die Mänenirre den Weltuntergang inszenieren? In ihrem streng geheimen Hauptquartier. Aber ihr müsst euch beeilen. Die glühende Kugel ist genau das, womit sie alles in Gang setzen kann. Zeig uns den Weg, Spike. Und dann kannst du den Rest uns überlassen. Oh. Hier ist es. Ist das eine Shampoo-Fabrik? Aufgepasst, Powerponys. Folgender Plan. Rarity, du und ich... Komm raus, Mänenirre. Oder die Powerponys kommen jetzt rein. So viel zum Überraschungseffekt. Tja, dann bleib ich wohl einfach hier und mache gar nichts. Sie ist gerade nicht zu Hause. Vielleicht kommen wir lieber später wieder. Doch zu Hause. Zeit für die Powerpony-Kraft. Toller Werbeslogan. Erstarrerstrahl. Das war doch schon ein Fortschritt. Über funktionale Accessoires. Ah!
Meine Mähne! Jetzt ehrlich, du bist nicht mal ein kleines bisschen aus der Fassung? Gute Arbeit, Powerponys. Jetzt kümmern wir uns um die Mähnenirre und dann ab nach Hause. Das glaube ich noch nicht. Ich will diese Stadt zerstören. Und ich lasse mich ganz bestimmt nicht von den Powerponys aufhalten. Dieses eine Mal nicht. Gut, dann pass mal auf. Das Weltuntergangshaarspray. Es verklebt euch und ihr könnt eure Kräfte nicht nutzen. Wollen wir doch erst mal sehen, ob das so ist. Fluttershy, bitte, werd nur ein bisschen wütend. Naja, ich bin nicht wütend, sondern eher bekümmert. Und es grenzt fast an Angst. Nicht sprühen! Oh, Humdum. Warum im Namen Metropolis sollte ich das Weltuntergangshaarspray für dich benutzen? Wäre doch sinnlos, oder nicht? Oh nein! Was kann ich denn schon tun? Ich bin nutzlos. Kein Wunder, dass meine Freunde nie meine Hilfe bei etwas Wichtigem wollen. Sie haben schließlich Superkräfte. Sie haben bestimmt schon einen Weg gefunden, zu entkommen. Oh. Oder auch nicht. Powerponys, ihr dürft lange genug hier bleiben, um mir dabei zuzusehen, wie ich das Werkzeug der Zerstörung abfeuere. Wenn die Elektrokugel alles erst einmal in Gang gesetzt hat, wird diese Kanone hier die Kraft meiner Mähne um ein Millionenfaches erhöhen und eine Energiequelle ausstoßen, die die Mähnen aller Ponys in Metropolis wild und wirr wachsen lässt. Und ihr werdet die ersten Opfer meiner Waffe sein. Es gibt kein Pony, das euch vor diesem Schicksal bewahren kann. Ich unterbreche dich ja nur ungern, aber ich glaube, du hast da noch jemanden vergessen. Humdum, das kleine Kerlchen, der ohne jegliche Superkräfte. Er ist absolut nutzlos. Ach bitte, jedes Pony weiß doch, dass ihr ihn nur bei euch habt, weil er euch so unglaublich leid tut. Vielleicht in deiner Welt, aber in unserer Welt ist Spike, Humdum, immer für uns da, wenn wir ihn brauchen. Immer. Das ist ein Problem. Ich bin nicht wie Humdum. Ich bin für meine Freunde da, wann immer sie mich brauchen. Ha, und jetzt brauchen sie mich auch. Ich verstehe. Vergesslichkeit scheint eine Nebenwirkung bei langanhaltendem Gebrauch des Weltuntergangshaarsprays zu sein. Heute Nacht stehen wir alle an der Schwelle zur Unsterblichkeit, für die wir gemeinsam... Nein, hauptsächlich ich. Endlich unsere meistgehassten Erzfeinde besiegt haben. Wir haben unsere Bürste der Bosheit in das angstvoll verzerrte Gesicht der Gutmütigkeit geschleudert und dem Frieden einen Schlag versetzt im Namen der Unterdrückung. Und nichts kann uns mehr aufhalten. Ich versuch's.
Idioten! Da drüben! Da drüben! Die Idioten! Ich brauche irgendwo ein Plätzchen für diese Typen. Wieder hier zu sein. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Und ich hoffe, du verstehst, dass wir nicht denken, du wärst nutzlos. Nur weil wir deine Hilfe vielleicht nicht immer brauchen. Und dass man nicht unbedingt Superkräfte braucht, um ein super Freund zu sein. Ja, genau. Aber ich habe doch noch eine Frage. Kannst du mir sagen, woher du dieses Comicheft hast? Das habe ich in Canterlot im Haus der Zaubercomics gekauft. Nun, ich konnte ja nicht damit rechnen, dass sie wirklich verzaubert sind. Genau. Ich dachte, es bedeutet, dass in den Comics, die sie verkaufen, zauberhafte Sachen stehen. Hey, wartet doch! Ich bin ein sehr wichtiger Teil des Teams, schon vergessen? Jede Minute. Achtung! Offizieller Apfelbuckeltag! Diese herrlichen Äpfel, reif und saftig, perfekt zum Transport. Was geht hier vor zum Heuhaufen? Nicht schon wieder! My little pony, my little pony, ah, my little pony. Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann. My little pony. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei.
wieder runter, Applejack. Runterkommen? Wie soll ich in so einem Moment wieder runterkommen? Vampirflughunde haben Sweet Apple Acres angegriffen. Ich dachte, dass die Flughunde die westlichen Obstgärten nicht verlassen. Normale Flughunde nicht. Aber das sind keine gewöhnlichen Obstflughunde. Es sind Vampirflughunde. Ich will verrückt sein, wenn sie glauben, sie könnten ihre Fangzähne in meine Blaustreifenäpfel graben. Oh, Wahnsinn! Das ist die Eintrittskarte zum Appaloosa-Jahrmarkt-Obstbauern-Wettbewerb. Wisst ihr, wie viel Liebe und Pflege nötig ist, um einen Apfel wie diesen wachsen zu lassen? Applejack, wenn du dir was Großes vorgenommen hast, wird es wirklich groß. Die Vampirflughunde wollen ihn zu einer Rosine zusammenschrumpeln lassen. Oh, ich bin sicher, wenn wir ihnen sagen, wie wichtig dieser Apfel für dich ist, lassen sie ihn bestimmt in Ruhe. Ja, klar. Kannst du ja versuchen. Entschuldige bitte, werter Vampirflughund. Wir wollten höflich anfragen, ob ihr diesen speziellen und wichtigen großen Apfel da drüben in Ruhe lassen könnt. Und, was hat er gesagt? Ja. Aber vielleicht war es auch ein Nein. Oh. Das ist der erste Vampirflughund, dem ich begegne. Und nun, vielleicht braucht es ja etwas mehr Zeit, bis ich seine Sprache verstehen kann. Aha. Und in der Zwischenzeit haben dieser Quälgeist und sein Schädlingspack meinen wertvollen Apfel aufgefressen. Und obendrein noch jeden anderen Apfel in meiner Plantage. Diese Vampirflughunde sind ausgesprochene Monster. Monster? Klingt ein bisschen sehr hart, findest du nicht? Nein, finde ich gar nicht. Nehmt vor diesen Biestern euch in Acht, denn sie fressen bei Tag und Nacht. In einer Minute, man glaubt es kaum, leeren diese kleinen Räuber jeden Apfelbaum. Rücksicht nehmen sie niemals, sie wollen nicht hören und werden die Obstplantage zerstören. Ich geb zu bedenken, sind wir da nicht ungerecht? Würde ich mich nicht um sie kümmern, dann fühlte ich mich schlecht. Als Eltern handeln sie wirklich gut. Sie lieben die Jungen, wie es ein Pony tut. Jetzt ist es genug, wo führt denn das hin? Die Viecher haben nur eins im Sinn. Die Äpfel sind nicht für sie gemacht. Und haben sie jemals an andere gedacht? Nein, noch nie. Ich weiß genau, das stimmt. Sie wissen nicht, wie man sich hier benimmt. Dagegen spreche sicherlich, sie lassen sich niemals im Stich. Verbreiten Samen weit und breit. Sollt einer kommen, mach dich zur Flucht bereit. So groß und hässlich und bös sind sie. Schlechter ging es den Bäumen hier noch nie. Sie helfen mit, jeden Baum zu begrünen. Katastrophal ist mein Leben mit ihnen. Für mich gibt's keinen Zweifel mehr, das Ungeziefer schadet sehr. Zu viel Geduld hat keinen Zweck, die Tiere müssen schleunigst weg. Eins ist klar, du änderst nichts daran. Sie gehen zu weit, wir müssen kämpfen. Kein Vampir bleibt mehr hier, wir vertreiben jedes Tier. Kein Vampir bleibt mehr hier, wir vertreiben jedes Tier. Kein Vampir bleibt mehr hier, wir vertreiben jedes Tier. Der Fall ist klar, du änderst nichts daran. Sie gehen zu weit, drum greifen wir jetzt an. Leid, Fluttershy, aber ich glaube, Applejack hat einfach die besseren Argumente. Diese Vampirflughunde scheinen wirklich grauenhaft zu sein. Fangen wir sie besser ein, damit sie nicht auch noch den Rest meiner Plantage zerstören. Flughund fangen! Flughund fangen! Entschuldigt bitte, aber wie wäre es, wenn wir sie nicht einfangen, sondern sie zu einem Teil dieser Plantage machen? Hast du deinen nervtötenden Verstand verloren? Aber sie sind doch nur hier, weil sie hungrig sind. Wenn wir einen Zufluchtsort für sie bauen, können sie sich an ihren eigenen Äpfeln satt essen. Und nach einiger Zeit sind sie sogar für deine Plantage nützlich. Die Vampirflughunde fressen nämlich die Samen der Äpfel nicht. Und wenn sie sie ausspucken, können aus den Samen noch mehr Apfelbäume wachsen. Pass auf, Fluttershy, das hört sich ja alles sehr nett an.
Aber jede Sekunde, die wir mit dem Bau dieses Zufluchtsortes verschwenden, ist eine Sekunde, in der sie meine Äpfel verspeisen. Du weißt nicht, wie es war, als uns diese Plage das letzte Mal heimgesucht hat. Aber Granny Smith hat mir so viele Geschichten darüber erzählt, dass nur der Gedanke daran mir Albträume beschert. Granny sagt, dass wir in diesem Jahr einen Großteil der Plantage verloren haben. Den Winter über mussten die Äpfel eingeteilt werden. Und der Apfelsaft? Es gab doch Apfelsaft, oder? Nicht einen Tropfen. Kein Apfelsaft? Kein Apfelsaft? Wir müssen diese Monster einfangen. Und zwar sofort. Wäre Granny Smith nicht schon mit Äppelblum und Big Mac in Appaloosa beim Wettbewerb, dann würde sie uns jetzt empfehlen, genau das zu tun, Ponys. Tut mir leid, Fluttershy, aber ich denke, Applejack hat recht. Auch ich wünschte, es gäbe einen Weg, sie zu überzeugen, die Äpfel nicht zu fressen. Vielleicht gibt es ja einen. Es gibt gute, aber auch schlechte Neuigkeiten. Erst die guten. Ich habe einen Zauber gefunden, der die Vampirflughunde davon abhält, den Saft aus den Äpfeln zu saugen. Aber damit der Zauber auch wirkt, muss es mir gelingen, ihre uneingeschränkte Aufmerksamkeit zu erlangen. Oh nein! Fluttershy, du musst deinen starren Blick auf die Flughunde anwenden. Oh meine Güte! Ich weiß nicht genau. Was ist das Problem? Du hast deinen berühmten starren Blick doch schon öfter benutzt. Ja, aber das kann ich nicht einfach so wegstecken. Ich habe mir geschworen, dass ich ihn nur unter den schlimmsten Umständen einsetzen werde. Ich würde diese Umstände schon als schlimm bezeichnen. Oh ja, ich auch. Denk an den Apfelsaft. Gibt es noch ein Pony außer mir, das auch an den Apfelsaft denkt? Es tut mir leid. Ich weigere mich, mich mit dem Gedanken anzufreunden, den Vampirflughunden genau das wegzunehmen, was sie zu Vampirflughunden macht. Es fühlt sich falsch an. Aber wenn wir das nicht tun, bleiben keine Äpfel mehr für die Ponys in Ponyville übrig. Fühlt sich das denn nicht auch falsch an? Also, wie hast du dich entschieden, Fluttershy? Wendest du deinen starren Blick an oder nicht? Okay, ich tue es. Eine gute Wahl. Wer wird denn schon zu diesen ekligen Flughunden halten? Sie sind nicht eklig. Die erste Runde Saft geht auf mich. Immer langsam. Wir müssen diese Kreaturen erstmal fassen. Die Zeit läuft. Wir haben sie alle eingesammelt. Jetzt brauchen wir nur noch deinen starren Blick. Brauchen wir den denn wirklich? Okay. Ich mache das sehr, sehr ungern, Flughunde. Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwann verzeihen. Gut. Und jetzt du, Twilight. In Ordnung. Du kannst aufhören zu starren, Fluttershy. Hat's funktioniert? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Die Apfelernte ist gerettet! Juhu! Und wir können den ganzen Winter lang Apfelsaft trinken! Ich danke euch für eure Hilfe. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Nicht der Rede wert, Applejack. Habe ich gern gemacht. Wirklich. Wir müssen nur noch die ganzen Apfelreste zusammenkehren und dann beginne ich morgen mit der Ernte. Apfelbuckeltag, zweiter Versuch. Yeah!
an. Zeit, diese saftigen und süßen Äpfel zu ernten. Der Zauber hat nicht gewirkt. Tja, das kannst du ziemlich laut sagen. Dann müssen wir wohl noch drastischere Maßnahmen ergreifen. Ja, verstanden, Applejack. Los, komm, Ponys. Lasst uns diese Vampirflughunde aufstöbern. Momentchen. Es haben diesmal nicht die Flughunde meine Äpfel ausgesaugt. Aber wenn die Vampirflughunde die Äpfel nicht gefressen haben? Wer war es dann? Fluttershy, du bist unsere Tierexpertin. Fällt dir irgendein anderes Wesen ein, das dazu imstande wäre? Tut mir leid, Twilight. Keine Ahnung. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wir müssen den Täter auf frischer Tat ertappen. Und wie meinst du, sollen wir das anstellen? Wir müssen ihn überführen. Oh, jetzt ist Geisterstunde. Vielleicht sollten wir diese Aktion lassen. Ich weiß nicht, wie es euch inzwischen geht, aber ich habe wirklich unglaublich Hunger. Fluttershy, zusammen schaffen wir das. Vergiss nicht, mein Herzchen, dass diese Sache uns alle betrifft. Da hast du recht. Kein Pony verlässt diese Plantage, bis das Problem gelöst ist. Einverstanden? Einverstanden! Hat jedes Pony auch sein Pony-Signal? Und vergiss bitte nicht, Pinky. Benutze es nur, wenn du etwas Verdächtiges siehst. Hab verstanden. Etwas Verdächtiges. Okay, passt auf. Wir teilen uns auf. Jede bewacht eine Reihe der Plantage. Wer oder was auch immer meine Äpfel auffrisst, muss sich bestimmt irgendwo hier aufhalten. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Ich habe sogar ein richtig schlechtes Gefühl dabei. Dieser Apfel, er sieht so süß und saftig aus. Was war das? Was Verdächtiges. Zeit, mein Pony-Signal zu geben. Hallo, wer da? Oh, na ja. Es gibt offensichtlich keinen Grund, sich über dieses Schattenwesen Gedanken zu machen. Oder vielleicht ja doch. Ich sehe mal nach, was Rainbow Dash so treibt. Wer ist da? Antworte, oder du wirst es bereuen. Na schön, dann eben, wie du es willst. Nimm das, du, Vogelscheuche. Applejack, was ist denn? Verdächtig! Fluttershy? Juhu! Fluttershy! Das ist nicht Fluttershy. Das ist Flutterflughund. Wir müssen sie sofort darunter holen. Fluttershy, meine Süße. Bitte komm herunter. Und bitte hör auf, ein Vampirflughund zu sein. Fluttershy, ich bin es, Rainbow Dash. Kannst du dieses Flughundtheater jetzt lassen? Komm schon. Fluttershy kommt bestimmt runter, wenn sie soweit ist. Flutterflughund auf freiem Fuß! Rettung, euer Leben! Pinkie Pie, beruhige dich. Siehst du, sie hängt schon wieder an ihrem Ast. Sie wartet ab, um im richtigen Moment zuzuschlagen.
Pinkie Pie, in der Regel fressen Flughunde keine Ponys, auch Vampirflughunde nicht. Vielleicht fressen Vampirflugponys aber andere Ponys. Das würde ich nur ungern testen. Wie konnte das nur passieren? Es gelingt mir nicht, das zu verstehen. Ich glaube, das war alles unsere Schuld. Unsere Schuld? Erklär mal, wie du das meinst. Okay, also das bin ich. Und das sind die Flughunde und das ist Fluttershy mit ihrem starren Blick. Der Zauber sollte direkt auf die Flughunde wirken, seht ihr? Aber irgendwie hat sich der Zauber umgekehrt. Er hat das Bedürfnis der Vampirflughunde, ein Vampirflughund zu sein, umgeleitet und dieses Bedürfnis auf Fluttershy übertragen. Los, kommt! Wir müssen den Zauber eben wieder umkehren. Ja, los! Worauf warten wir dann noch? Retten wir Fluttershy, bevor sie uns noch alle auffrisst! In Deckung! Ja. Folgt diesem Flughund! Wie fürchterlich, wir haben sie verloren. Oh, Fluttershy, wo bist du? Achtung! Wenn das so weitergeht, ist deine Ernte im Handumdrehen zerstört. Das macht mir weniger Sorgen. Ich will nur meine Freundin zurück. Wir bekommen sie nur zurück, wenn wir sie einfangen und ich den Zauber umkehren kann. Da ist sie. Und da fliegt sie. Oh, das bringt doch nichts. Ich glaube, wir können sie nur einfangen, wenn es uns gelingt, sie näher ranzulocken. Naja, aber selbst wenn wir sie anlocken können, wie sollen wir sie überreden, lange genug stillzuhalten, damit du den Zauber umkehren kannst? Schade, dass Fluttershy nicht bei uns ist. Sie könnte ihren starren Blick auf Flatterflughund anwenden. Das ist es! Okay, wir holen unsere Freundin zurück. Geht auf eure Plätze! Das war's wohl mit dem diesjährigen Gewinnerapfel für den Appaloosa-Wettbewerb, oder? Oh. Sie kommt angeflogen. Geht. Aber was ist denn mit mir passiert? Du warst ein Vampirflughund-Pony. Habe ich versucht, Ponys zu fressen? Natürlich nicht. Also war ich gar kein Vampir? Ja. Ja, ich war einer oder ja, ich war keiner? Ja, du warst einer. Ich habe also nicht versucht, Ponys zu fressen? Ja. Hab ich? Nein. Ich bin verwirrt. Ja, ich auch. Und ich war dabei. Fluttershy, es tut mir leid, dass ich nicht gleich auf deinen Vorschlag eingegangen bin. Und vergiss eins nicht, du hast jetzt Samen, aus denen noch größere und viel ertragreichere Apfelbäume wachsen können. Kann das bedeuten, was ich denke, dass es bedeutet? Yep, noch mehr natürlich. Okay, die Sache mit dem Zauber, Fluttershy war ein Flughund, ihr habt den Zufluchtsort gebaut. Und schreib auf jeden Fall auf, dass meine kurzfristige Lösung offenbar etwas kurzsichtig gewesen ist. Und dass man sich auf keinen Fall unter Druck setzen lassen sollte, etwas zu tun, was man nicht will. Und manchmal gilt eben auch für die besten Freunde ein Nein. Nun, wie wär's, wenn wir unsere neu gefestigte Freundschaft mit einem schönen, reifen, saftigen Apfel feiern? Geh zurück! Ich will dem Apfel den Saft aussaugen!
Kannst du mal helfen? Die Zelte stehen gut. Und wir liegen gut in der Zeit. Bei dem Tempo sind wir morgen sicher bei den Winsome Falls. Könnten wir doch den jährlichen Große-Schwester-Kleine-Schwester-Camping-Ausflug jedes Wochenende machen? Dann wäre der Ausflug aber nicht jährlich. Und wäre er jedes Wochenende, dann wäre er nichts Besonderes. Aber je öfter wir es tun, desto besser werden wir im Campen. Weißt du noch, als wir das erste Mal hier waren und Rarity mit dem Riesenzelt ankam? Das habe ich gehört. Ich bin schon viel besser im primitiven Leben geworden. Yep. Dieses Mal hast du sogar nur 3 Koffer mitgenommen. Ich weiß genau, was ihr denkt. Aber ich verspreche, ich habe nur das Nötigste eingepackt. Wie diese komischen Lichtdinger? Natürlich. Wozu hat man ein Leben, wenn man es sich nicht wunderschön macht? Diese Beeren scheinen schön reif zu sein. Nicht! Hier in meinem Buch steht, dass sie extrem giftig sind. Was? Ich habe was gehört und bin auf was getreten. Und dort ist eine gruselige Höhle. Ich glaube, ich habe hier draußen wohl immer noch etwas Angst. Obwohl wir ja schon mal campen waren. Nur keine Sorge, Kleine. Du hast diesmal doch eine große Schwester dabei. Das sieht super aus. Das wird sicher der beste Große-Schwester-Kleine-Schwester-Camping-Ausflug aller Zeiten. Gut sein kann. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine herrlichen Ponys, meine allerbeste Freunde seid stammen aus der Mondbucht. Sie kommen sonst nicht so weit nach Osten. Sie wurden vom Essen angelockt. Wir warten hier, bis sie weg sind. Zum faulen Apfel! Was sollen wir denn jetzt tun? Wir wollten was spielen und Marshmallows rösten. Und hier drin haben wir gar nichts. Das ist nur bedingt richtig. Wir haben einander. Das stimmt. Und wenn ihr möchtet, können wir uns auch die Zeit mit Geschichten vertreiben. Ihr wollt Geschichten hören? Ich kenne tonnenweise Geschichten. Spoiler-Alarm, sie handeln von mir und wie unglaublich ich bin. Naja, ich dachte eher an Lagerfeuergeschichten. Aber wir haben doch noch nicht mal ein Lagerfeuer. Das kriege ich hin. Wow, das war mutig. keine große Sache. Aber keine Gruselgeschichten wie beim letzten Campingausflug, ja? Oh, ist schon schlimm genug, hier drin festzuhängen. Nur keine Sorge, Scootaloo. Ich erzähle euch meine und Applebloms Lieblingsgeschichte. Oh, die von Rockhoof, die höre ich am liebsten. Er war so stark und als er... Appleblum! Psst, wir kennen sie noch nicht. Oh, okay. Aber sie ist so toll. Ja, das stimmt. Rockhoof war weit und breit bekannt für seine Kraft. Aber das ist nicht immer so gewesen. Wisst ihr, Rockhoof war ein wirklich kleines Kerlchen, das Kind eines Bauern. So wie wir. Sie lebten in einem Dorf, das am Fuße eines riesigen Vulkans lag.
Dieses Dorf wurde von gut ausgebildeten Wachponys beschützt. Sie nannten sich Mächtige Helme. Der junge Rockhoof wollte unbedingt auch zu den Mächtigen Helmen gehören. Aber sie sagten ihm, er sei zu dürr und schwach, um das Dorf zu beschützen. Doch Rockhoof akzeptierte diese Absage nicht. Und an einem schicksalhaften Tag brach der Vulkan aus. Das ist meine Lieblingsstelle. Was ist dann passiert? Die flüssige Lava floss langsam den Vulkan herunter. Und so sehr sie es versuchten, die mächtigen Helme schafften es nicht, das Dorf zu retten. Sie mussten es evakuieren. Doch die Dorfponys wollten ihre Häuser nicht verlassen. Sie hatten ihr ganzes Leben dort verbracht und wussten nicht, wohin. Da beschloss Rockhoof, etwas ganz Verrücktes zu tun. Er dachte, wenn er den Fluss der Lava umleiten würde, könne er sein Dorf retten. Und er begann, einen Graben auszuheben. Warte mal! Rockhoof ganz allein? Es ist unmöglich, dass ein Pony ganz allein so schnell einen Graben aushebt und so viel Lava aufhält. Ich meine, nicht mal ich könnte das. Gut, dass Rockhoof nicht mal über das Wort unmöglich nachgedacht hat. Er grub weiter, obwohl die Chancen schlecht standen. Doch er war entschlossen, es zu schaffen. Dann geschah etwas Magisches. Rockhoof wurde unversehens stärker. Aber die Lava kam immer näher. Entschlossenheit und seiner Willenskraft hatte sich Rockhoof seinen Platz bei den mächtigen Helmen mehr als verdient. Eine gute Geschichte, Applejack. Auch wenn sie nicht von mir handelt. Egal, wie oft ich diese Geschichte höre, ich liebe sie einfach. Sehen wir doch mal nach, wie es um unser Lager steht. Mädels, es gibt kein Lager, an das wir zurückgehen können. All unsere harte Arbeit ist ruiniert. Na, na, Sweetie Belle, mach dir mal keine Sorgen. Wieso nicht? Unser Camp war so hübsch und diese Höhle so... gar nicht. Oh, nein, 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 nein. Das stimmt nicht. Schönheit steckt in allen Dingen. Selbst diese öden Steine sind nicht so öde. Wenn man genau hinguckt, kann man goldene Flecken entdecken. Und sieh dir nur mal an, wie der Feuerschein auf der Wand tanzt. Schatten und Licht. Oh, das ist wunderschön. Sweetie Belle, habe ich dir eigentlich je meine Lieblingsgeschichte erzählt? Nein. Hast du überhaupt eine? Ihr Name war Hazemane. Hazemane? Ist das nicht die alte, faltige Zauberin mit der Blume? Ja. Aber habt ihr gewusst, dass sie vor langer, langer Zeit das schönste Einhorn im ganzen Land gewesen ist? Nein. Und was ist mit ihr passiert? Nun, die junge Hazemane war eine vielversprechende junge Zauberin. Doch sie war nicht nur talentiert, sondern auch wunderschön und freundlich. Alle Ponys liebten sie und vermissten sie, als sie auf die Elite-Zauberschule geschickt wurde. Während sie fort war, erfuhr sie voller Freude, dass ihre beste Freundin Sable Spirit zur Kaiserin ernannt wurde. Sie konnte es kaum erwarten, nach ihrem Abschluss nach Hause zurückzukehren. Doch als sie dort ankam, war sie schockiert von dem, was sie sah. Was ist hier geschehen? Die Kaiserin ist geschehen.
Alle Ponys müssen Tag und Nacht an ihrem Palast arbeiten. Deshalb können wir uns nicht mehr um andere Dinge kümmern. Ich kenne sie doch. Das kann nicht sein. So etwas würde sie nie tun. Doch es war nicht zu leugnen, was sie dort sah. Sable Spirit nahm den anderen Ponys alles weg, was schön war. Aber Hazemane war überzeugt, dass es eine Erklärung geben musste. Das würde ich auch denken, wenn einer behaupten würde, eine von euch beiden sei böse geworden. Ja, ich würde das nie glauben. Keine Ahnung, ich weiß ja, wie ihr drauf seid, wenn ihr nicht gefrühstückt habt. Kleiner Scherz, ich ginge der Sache auf die Spur. Genau das tat Hazemane. Sie wollte ihre Freundin zur Rede stellen. Sable, bist du es? Sag nicht, du erkennst deine alte Freundin nicht wieder. Nein, tue ich nicht. Meine Freundin würde niemanden für einen lächerlichen Palast bis zum Umfallen schuften lassen. Lächerlich? Mein Palast ist ein Leuchtfeuer an Schönheit. Jedes Pony, das daran vorbeiläuft, erstarrt vor Ehrfurcht. Was nutzt ein hübscher Palast, wenn er nur das Elend anderer Ponys repräsentiert? Nein, Schönheit ist alles. Du hast mir das beigebracht. Was? Du warst immer die Hübscheste. Du besuchtest die beste Zauberschule. Alle Ponys haben dich vermisst und alle Ponys haben dich geliebt. Ich muss zugeben, ich war neidisch. Also habe ich einen Zauber ausprobiert, der mich ebenfalls hübsch machen sollte. Sieh dir an, was dabei herauskam. Und da ich keine Schönheit bekommen konnte, nahm ich sie mir einfach. Ich wurde nicht zur Kaiserin ernannt, ich riss die Krone an mich. Ich nahm sie mir und nun kann ich mir alles andere auch nehmen. Das kann ich dir nicht gestatten. Mir gestatten? Dachten, Sable Spirit sei besiegt und es sei vorbei. Doch Hazemane wusste, dass sie noch mehr helfen konnte. Schönheit ist nicht alles, aber Hazemane wusste, dass sie andere Ponys auch zum Lächeln bringen konnte. Sie brachte ein großes Opfer, um ihre Freunde und Familien wieder glücklich zu machen. Einschließlich Sable Spirit. Das für mich getan? Und das sogar, nachdem ich so schrecklich grausam gewesen bin? Sable Spirit war so gerührt und schwor, wie ihre Freundin Gutes zu bewirken. Von da an herrschte sie mit Freundlichkeit und Mitgefühl. Obwohl sie ihre äußere Schönheit weggegeben hatte, setzte sie sich in ihrem ganzen Leben dafür ein, Schönheit in ganz Equestria zu verbreiten. Immer wenn man einem anderen Pony eine Freude macht, indem man ihm zum Beispiel Blumen schenkt, tritt man in die Hufstapfen von Hazemane. Das ist jetzt auch meine Lieblingsgeschichte geworden. Flugspinnen wollen nicht abhauen. Was wollen die denn von uns? Tja, ich würde mal sagen, sie haben Hunger. Und das beweisen wohl diese Bisse. Was sollen wir tun? Sie sind schon fast bei uns. Was? Jetzt kommen diese Viecher hier nicht rein. Und wir nicht mehr raus. Wir sollten lieber ruhig bleiben. Ich mache das Feuer an. Wir müssen nur warten, bis der Schwarm weiterzieht.
Wir kommen hier schon wieder raus. Wie lange wird das dauern? Leben Bären nicht auch in Höhlen? Wow, 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 Scootaloo. Du konzentrierst dich auf die falschen Dinge. Hast du denn eine Idee? Fast. Aber ich habe eine Geschichte. Lass mich raten. Sie handelt von dir. Naja, irgendwie. Sie handelt von meinem Lieblingshelden, Flash Magnus. Das Pony, das sich mit den Drachen angelegt hat? Drachen? Gemeine große oder so kleine wie Spike? Oh, das waren auf jeden Fall die richtig gemeinen großen Drachen. Es wird nicht gruselig. Komm näher zu mir, wenn du willst. Vor langer, langer Zeit, bevor die Wonderbolts gegründet wurden, war Flash Magnus ein niederer Kadett der Königlichen Legion. Und die Legion musste zu ihren Kameraden auf der anderen Seite des Drachenlandes fliegen. Doch als sie sich den Drachen näherten, griffen die Drachen an! Du hast gesagt, es wird nicht so gruselig! Gut, Ayo, wenn du mal kurz wartest! Was? Ich sagte, wenn du mal kurz wartest, wird dir das Ende sicher gefallen. Also, wie schon gesagt, Flash Magnus und seine Legion wollten an den Drachen vorbeifliegen. Aber die Drachen ließen das nicht zu. Alle Ponys zurückziehen! Flash Magnus und ein paar Kadetten wurden von der Legion getrennt. Er konnte entkommen, doch die Drachen fingen seine Freunde und brachten sie in ihr Versteck. Commander, wir müssen unsere Kameraden retten. Ich weiß deine Loyalität zu schätzen, Flash Magnus, aber es ist unmöglich, an den Drachen vorbeizukommen. Das wird nicht gehen. Der Commander hatte recht. Gegen Drachen kommt man nicht an. Doch, kommt man, wenn man Grips hat. Commander Ironhead, ich weiß, dass ich die Drachen abschütteln kann. Wenn ich sie dazu bringe, mich zu verfolgen, können die anderen unsere Freunde befreien, bevor die Drachen zurückkommen. Willst du dieses Risiko wirklich eingehen, Soldat? Ja, will ich, Sir. Das ist eine äußerst mutige Tat. Du wirst dazu aber Hilfe brauchen. Ist das Netitos? Der feuerfeste Schild? Er beschützt seit Generationen unsere Helden und heute weiß ich niemanden, der den Schutz von Netitos mehr verdient hätte. Viel Glück, Soldat! Hey, fangt mich doch, ihr Feuerstinker! Wenn ihr könnt! Hey, hey, komm, fangt mich! Hey, ich bin hier drüben! Während Flash Magnus mutig um sein Leben flog, konnte Commander Ironhead alle seine Soldaten retten. Flash Magnus flog wie der Wind. Schneller als die Drachen. Aber er konnte das nicht ewig durchhalten. Zum Glück hatte er einen Plan. Führte die Drachen mitten in einen Sturm, den die Legion erschaffen hatte. Nach einer Blitzkostprobe zogen sich die Drachen zurück. Der Plan von Flash war aufgegangen. Er war immer mein Vorbild, wenn es darum ging, tapfer zu sein. Mhm. Ja, ich glaube, er erinnert mich an dich. Du glaubst? Komm schon, ich bin wie er. Hey,
Hey, hört ihr das? Nein, ich höre gar nichts. Ja, das ist richtig. Diese blöden Flugspinnen sind fort. Wir können raus. Nicht. Sehen wir nach, ob wir auf der anderen Seite rauskommen. Du meinst, wir sollen noch tiefer in die gruselige Höhle reingehen? Scootaloo, denk einfach an die Geschichte. Du musst so mutig sein wie ich und Flash Magnus, okay? Ich höre Wasser. Und wo es fließendes Wasser gibt? Gibt es vielleicht einen Weg hinaus? Oh. Okay, bei drei. Eins, zwei, drei! Juhu! Oh, was soll man da sagen? Wir haben sogar eine Abkürzung zu den Winsome Falls gefunden. Oh, sie sahen noch nie so schön aus. Naja, fast jedenfalls. Oh! Tut uns leid, dass unser Ausflug nicht so ist, wie wir es erhofft hatten. Machst du Witze? Dieser Ausflug ist Wahnsinn! Ehrlich? Wir haben so viele Geschichten gehört und ein Abenteuer erlebt. Moment, wollt ihr denn noch hierbleiben? Aber natürlich und ob! Wir verwandeln die Bäume in einen wunderschönen Unterschlupf. Wir sammeln ein paar große Äste, um dir beim Bauen zu helfen. Und wetten, wir finden auch ein paar Beeren? Kommt schon! Oh, ich bin schon gespannt, was im nächsten Jahr alles passiert. Tut mir leid, dass ich bei unserem Picknick die Zeit vergessen habe. Eigentlich wollte ich nicht, dass wir im Dunkeln noch hier draußen sind. Aber ihr müsst euch wirklich vor nichts fürchten. Der Wald ist ja nachts immer noch derselbe Wald wie am Tag. Nur etwas dunkler. Trotzdem sollten wir schnell nach Hause zurückgehen. Macht euch keine Sorgen. Es gibt keinen Grund. Nein, es ist viel zu leicht gewesen. Du fürchtest dich einfach vor allem. Das stimmt überhaupt nicht. Wo? Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine ehrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde seid ihr. Ich meine, wie kann man denn an solchen Aktionen keinen Spaß haben? Weil erschreckt zu werden manchen Ponys keinen Spaß macht. Mir schon. Dein Herz fängt an zu rasen. Deine Hufe werden ganz kribbelig. Dein Mund wird ganz trocken. Das gefällt mir nicht so gut. Aber der Rest ist großartig. Bitte, jedes Pony mag einen guten Streich. Es ist halt lustig. Also, Rainbow Dash, ich glaube, Fluttershy hätte uns nicht alle hergerufen, wenn sie deinen Streich lustig fände. Manche Ponys finden sowas witzig, andere nicht. Und Fluttershy zu erschrecken ist einfach fies. Wie bitte? Fies? Ein Streich ist nicht sehr gut, wenn nur ein Pony darüber lacht. Aber was, wenn es wirklich, 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 wirklich lustig ist? Und ich kann echt lustig sein. Natürlich kannst du das. Aber dein Humor muss auch zu dem Humor des Ponys passen, das du reinlegst. Und nur dann... Nein!
wirklich? Ja, ein Furzkissen ist wie eine Witz-Kurzversion. Was? Jetzt ehrlich, Rainbow Dash. Wenn du dir nicht mal die Mühe gibst, einem Pony einen Streich zu spielen, über den alle lachen können, dann kannst du dir diesen Streich auch ganz sparen. Na schön, wenn ihr Ponys das wollt, dann werde ich mir eben noch mehr Mühe geben. Hat sie verstanden, was wir damit meinen? Klar freust du dich auf den Fohlen-Pfadfinder-Keksverkauf. Aber ich überarbeite noch schnell ein paar Dinge an deiner Uniform. Mmh, gar nicht schlecht. Wie du es gewollt hast. Was soll das heißen? Ich nehme an, es ist Dashs Vorstellung von einem Streich. Wahrscheinlich stellt sie mir eine Falle. Ich soll nicht zu leicht an deine Uniform herankommen. Und wie bekommen wir sie runter? Gar nicht. Wenn Dash denkt, ich würde auf ihren Streich reinfallen, vertut sie sich gewaltig. Es gibt noch andere Uniformen da, wo diese herkommt. Der Nähmaschinenkuchen ist noch besser als der Kuchenkuchen. Rainbow Dash! Reingelegt! Na, der war doch echt gelungen. Was soll das denn, Applejack? Ich dachte, du hilfst mir beim Fohlen-Pfadfinder-Keksverkauf. Ja, tut mir echt leid. Aber Rainbow Dash spielt uns allen Streiche und man kann nie vorsichtig genug sein. Meinst du echt, Rainbow Dash würde versuchen, dich im Schlaf reinzulegen? Nicht, wenn ich ein Wörtchen mitzureden habe. Bis morgen, Zuckerstückchen. Okay. Und wobei? Willst du uns jetzt wirklich erzählen, du wüsstest nichts von all den Streichen, die Rainbow Dash uns gespielt hat? Oh nein, die denkt sie sich allein aus. Hat sie dich denn auch erwischt? Ja, sie und Gummy haben zusammen... Wo? Einen tollen Streich ausgeheckt. Aber sie muss damit aufhören. Aufhören? Aber Streiche machen doch Spaß. Nicht jedem Pony. Und Rainbow Dash scheint sich auch nicht dafür zu interessieren, wer Spaß daran hat und wer eher nicht. Ja, da hast du genau recht. Und da du und Dash eure, wie sagt man, Affinität zu Streichen teilt, dachten wir, du könntest sie vielleicht überreden, damit, aufzuhören. Ich brenne auch schon darauf, dir etwas sehr Wichtiges zu erzählen. Ach so?
Okay, wie du ja weißt, habe ich alle Ponys reingelegt. Ja, das war wirklich richtig lustig. Aber ich meine, eigentlich wollte ich genau darüber mit dir reden. Hier, nimm dir einen Keks. Danke. Also, ich habe mal nachgedacht, wieso verschwende ich meine Zeit, alle Ponys einzeln reinzulegen, wenn ich alle Ponys gleichzeitig reinlegen kann? Wow, alle Ponys gleichzeitig? Das klingt fantastisch! Warte, ich meine, klingt es nicht. Du weißt ja nicht mal, worum es geht. Pinky, das wird der beste Streich aller Zeiten. Ich habe diese Farbscherzkekse bestellt, die farblich zu meiner Mähne passen. Und ich tausche sie gegen die Fohlenpfadfinderkekse aus. Wenn Scootaloo und ihre Freunde sie verkaufen, bekommen alle Ponys der Stadt Regenbogenmäulchen. Freihaus von Rainbow Dash. Ich sag dir, das wird der Oberwahnsinn. Na, ich weiß nicht so genau. Ich finde das ehrlich gesagt nicht so lustig. Was? Vielleicht solltest du mit deinen Streichen für ein Weilchen aufhören. Die anderen Ponys finden das nämlich... Aufhören? Nein, niemals. Diesen Streich werde ich ihnen auf jeden Fall spielen. Und er wird sicher unglaublich witzig. Pinky, was geht denn hier ab? Ich hab dich doch gebeten, mir zu helfen, die Pfadfinderkekse durch die Scherzkekse zu ersetzen. Du warst nicht da und ich musste es allein machen. Pinky? Wow, dein Gesicht sieht noch aus wie ein Regenbogen. Ja, ich habe mich nicht, nicht gut gefühlt. Und diese Scherzkekse sind das Einzige, womit ich mich besser fühle. Du hast doch hoffentlich noch mehr, oder? Nein, du hast doch gewusst, dass ich sie alle für den Streich brauche. Oh. Und schon in Kürze verkauft der Schönheitsfleckenclub sie an alle Ponys der Stadt. Die Ponys öffnen ihre Packungen und werden sie essen. Danach haben sie Zähne in Regenbogenfarben und wissen, wer es gewesen ist. Das wird echt der Oberwahnsinn. Komm, das darfst du nicht verpassen. Ehrlich gesagt, glaube ich, dass ich nicht mal aufstehen kann. Außer du besorgst mir mehr Kekse! Lass gut sein. Vielleicht bleibst du doch besser hier im Bett. Ja, du hast recht. Das tut mir leid. Das wird bestimmt wahnsinnig witzig. Okay, wer von euch ist bereit, Kekse zu verkaufen? Ich! Hör zu, Rainbow Dash. Ich weiß, du hast Scootaloo versprochen zu helfen. Aber ich will nicht, dass einer deiner Streiche den Fohlen den Tag vermiest. Hey, ich weiche nicht von eurer Seite und ihr könnt mich immer im Auge behalten. Komm schon, Applejack, lass uns losfahren! Ja, wir haben noch eine Menge zu erledigen. Wir müssen jedes Haus in Ponyville abklappern. Kommt mit, ihr habt's gehört. Jedes Haus in Ponyville. Wirklich stolz auf euch sein. Für eure erste Runde war das eine beeindruckende Leistung. Du nimmst mir die Worte fast aus dem Mund, Applejack. Findest du nicht auch, Rainbow Dash? Jede Sekunde geht es los. Jede Sekunde was? Hä? Oh, gar nichts. Ist euch schon aufgefallen, wie ruhig es geworden ist? Ich meine, ist es noch früh, oder? Natürlich ist es ruhig.
Die Ponys können ja nicht reden, während sie ihre Kekse essen. Meinst du echt? Natürlich. Sie befinden sich wahrscheinlich alle gerade im Kekskoma oder so. Ah, vielleicht hast du recht. Ich sehe mal nach. Was geht denn hier vor sich? Okay, sie haben auf jeden Fall ihre Kekse gegessen. Aber wo sind denn alle Ponys hin? Sie müssten doch schon ihre Regenbogenmäuler entdeckt haben. Wieso rennt denn niemand auf die Straße? Es wird doch nicht jedes Pony früh zu Bett gegangen sein. Pinky? Alle haben Kekse bekommen und jetzt verkrümeln sie sich in ihren Häusern. Nicht, dass vielleicht mit den Scherzkeksen irgendwas nicht stimmt. Was meinst du? Mrs. Cake! Oh, haben Sie Pinky gesehen? Ich mache mir Sorgen, weil es ihr ja nicht allzu gut ging und... Mrs. Cake? Kekse! Kekse! Oh, sie sind beschäftigt. Ich gehe lieber. Kekse! Kurz mit rüberkommen? Oh, natürlich gern. Ich finde, die Mädchen haben nach der harten Arbeit eine kleine Feier verdient. Und ich habe auch noch so viele Nähmaschinenkuchen übrig. Es sei denn, eine von euch möchte lieber einen Keks. Nein, bloß nicht essen! Oh, dein Verhalten ist wirklich nicht angemessen. Es gibt genügend Kekse für alle Ponys. Kommt mit, wir müssen hier verschwinden. Was ist mit dir los zum Heuhaufen? Keine Zeit jetzt. Kommt mit, folgt mir. Oh, Rainbow Dash. Wenn du auch diese Kekse haben willst, musst du sie wohl kaufen, so wie alle anderen Ponys. Ich will diese Kekse gar nicht. Aber die da schon. Was ist da passiert? Erkläre ich später. Los, komm! Kekse! Ja, wir müssen uns irgendwo verstecken! Kekse! Kekse! Hier lang! Haben wir sie abgehängt? Wieso rennen wir vor den Ponys aus Ponyville davon? Was ist mit unseren Freunden passiert? Ich glaube, es war irgendwas in diesen Keksen. Das ist doch lächerlich. Fohlen-Pfadfinder-Kekse sind immer die gleichen. Es gibt keine neuen Zutaten, die die ganze Stadt in keksfressende Zombies verwandelt. Außer es sind andere Kekse. Was meinst du damit? Was hast du getan? Verbarrikadiert
alle Fohlen-Pfadfinder-Kekse durch Scherzkekse ersetzt, damit alle Regenbogenmäuler kriegen. Aber ich wollte die Ponys doch nicht in hirnlose, keksfressende Zombies verwandeln. Wir sollten uns so lange hier verstecken, bis die Wirkung nachlässt. Und solange kein Pony mehr von diesen Keksen isst, wird nichts passieren. Das ist ja nett, Liebes. Es hat nur einen Haken. Wir haben diese Kekse auch schon gegessen. Sieht aus, als wäre dein Streich diesmal nach hinten losgegangen. Kekse! Kekse! Nein, nein, nicht essen! Die wollt ihr nicht essen, sie macht euch nur krank! Wollen wir doch! Wir wollen Kekse! Bitte, hört auf! Ich wollte doch nicht, dass sowas passiert! Es war nur ein harmloser Streich! Ich wollte was Lustiges tun, aber das ist gar nicht lustig! Absolut richtig! Was? Moment, was ist hier los? Nun, jetzt haben wir dich wohl reingelegt. Ja, wie fühlt es sich an, wenn einem selbst ein Streich gespielt wird? Also, ihr seid nicht krank? Keiner von euch? Aber natürlich nicht, Dummerchen! Reingelegt! Das war alles ein Streich? Yep. Bedanke dich bei Pinkie Pie. Nachdem du ihr von dem Plan erzählt hast, die Stadt reinzulegen, hat sie uns alle zusammengerufen und wir haben überlegt, wie wir den Spieß umdrehen können. Ach, bitte. Das war doch gar nichts. Ich hab nur eine Kleinigkeit organisiert. Wow, du solltest dein Gesicht sehen. Das nenne ich echt lustig. Nun, ich finde es aber nicht sehr lustig. Und ich wurde von euch reingelegt. Ich hatte wirklich Angst. Ich dachte, ich hätte euch krank gemacht. Ihr könnt doch nicht jemanden reinlegen, wie es uns gerade passt. Ohne daran zu denken, wie sich der andere fühlt. Oder ob es ihm auch gefällt. Oder ob er es lustig findet. Ja. Oh, ich hab's verstanden. Streiche können super lustig sein, wenn alle Ponys daran Spaß haben. Ich dachte, du solltest mal erfahren, wie es ist, wenn dem nicht so ist. Ja, das hab ich jetzt. Es tut mir leid, liebe Ponys. Ich hab nicht daran gedacht, wie ihr euch vielleicht dabei fühlt. Nun, dann hast du deine Lektion gelernt. Auf jeden Fall. Und das war ein wirklich guter Streich. Da muss ich mich ins Zeug legen, um den zu toppen.